Der Kerrig-Knoten. Dieser Knoten wird als Zielknoten verwendet und ist eigentlich der Trossensteg, nur mit dem Unterschied, dass die Enden auf der gleichen Seite herauskommen und nicht wie beim Trossensteg gegenüberliegend. Der Knoten wird auch als Wachknoten bezeichnet. Das war wohl das Abzeichen eines Sachsenführers namens Herwart des Wachen, der irgendwann im 11. Jahrhundert gelebt hat. Der Knoten wird, wie gesagt, als Zierknoten verwendet und kann in Gürteln, in Gardinen, Zugbändern oder Couchen schmücken. Der Einsatz ist vielfältig. Wir legen in die rechte Leine ein Auge. Die linke Leine wird unter das Auge gelegt. Und das Arbeitsende über das andere Arbeitsende unter deren stehende Part geführt. Anschließend über diese drei Parts über, unter, über weiter geführt. Über, unter, über. Dann wird der Knoten in Form gebracht. Es ist darauf zu achten, dass er nicht zu sehr zugezogen wird, sondern flach gehalten wird, um seine Form zu behalten. Der Kerrig- oder Wachknoten.